Rose Fröhlich, echter Patientenfall. Abendessen macht das dick. Also abends essen macht es dick. Also, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Online-Praxis. Kommen wir zurück zum Patientenfall. Ihr seht hier ein Abendessen, also Kartoffel, Sourcreme, Gemüse und ein Stück Fleisch zum Beispiel oder Ersatz, je nachdem, was ihr gerne essen mögt. Das dient als Beispiel. Häufig werde ich gefragt, ob ich, wenn ich abends esse, also wenn man abends warm ist, ob das dick macht, ob das gut ist, ob das gesund ist, ob das ungesund ist. Also warmes Essen per se ist erstmal nicht schlecht, weil die ganzen Restaurants sind am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag oder an den Feiertagen in der Regel auch abends gefüllt. Oder wenn ihr eingeladen seid, Hochzeitsfeier, wenn ihr Geburtstagsfeier habt, wenn ihr Party habt, ja, und essen geht, dann essen wir alle auch nach zum Beispiel 18 Uhr. Das heißt, dieser Mythos, den gibt es zwar, aber er ist jetzt nicht per se schlecht. Am Ende erhöht den Blutzucker, guck mal, da habe ich hier geweint. Am Ende geht es darum, was den Blutzucker erhöht. Das heißt, die Kohlenhydrate, die wir haben, wenn wir zum Beispiel zu viele Kartoffeln haben, wenn wir panierte Ware haben, also große Schnitzel essen, dann kann die Panade zu Zucker umgewandelt werden. Das heißt, die Kohlenhydrate erhöhen den Blutzucker und dieser erhöhte Blutzucker, wenn der nicht abgearbeitet wird oder wenn er nicht wieder verbraucht wird, der kann Körperfett machen. Wenn ich zum Beispiel dann noch Alkohol dazu trinke oder wenn ich einen größeren Anteil an Süßgetränken noch dazu nehme, also jetzt keine Zero-Getränke, sondern ganz normal mit Zucker drin, und dann habe ich sozusagen auch durch die Getränke einen Blutzuckeranstieg, durch den Alkohol eine Veränderung sozusagen des Zuckers. Und häufig sind es ja kombinierte Geschichten. Manchmal ist mir noch ein Nachtisch. Das heißt, dann geht der Blutzuckerverlauf durch den Nachtisch auch noch hoch. Oder wenn wir Buffetessen haben, ne, über einen längeren Zeitraum essen oder Mitternachtsbuffet, Mitternachtstorte auf den Feierlichkeiten. Also es gibt viele Möglichkeiten und es kann, wenn es um Gewichtsabnahme geht, dazu führen, dass wir sozusagen zu viel essen, zu viele Kohlenhydrate und dass eben der Zucker ansteigt. Habe ich das aber nicht, weil ich zum Beispiel nicht die Panade nehme, sondern entscheide, dass ich ein Naturschnitzel nehme, dass ich Fisch nehme, Fleisch nehme, was vielleicht fettreduzierter ist, ein Anteil Kohlenhydrate nicht so viel auf die Hand bezogen, also eine Handvoll, im Restaurant vielleicht auch ein bisschen mehr Gemüse bestelle. Ob ich jetzt Reis, Nudeln oder Kartoffeln habe, ist die Menge entscheidend nach Ernährungsmaß, ne? Thema Handvoll, dann funktioniert es auch zu jeder Zeit zu essen. Also ich zum Beispiel esse sogar zweimal warm, manchmal mittags und abends und das häufiger, aber ich passe immer auf, dass die Kohlenhydrate angepasst sind und dass eben ein Anteil Gemüse und der Anteil Eiweißquelle richtig definiert ist. Also Leute, ne? Ihr könnt gerne warm essen abends, gar kein Problem. Machen wir ja, wenn wir eingeladen sind, häufig sowieso. Schaut, dass ihr die Eiweißquelle esst, auch für Zellaufbau, fürs Thema Untergewicht zum Beispiel. Baut es einfach mit ein, die Eiweißquelle, weil wir die für die Zellen brauchen. Und dann wünsche ich euch jetzt guten Appetit. Und wie gesagt, wenn es lecker wird, müssen wir halt gucken, dass wir die Kalorien wieder abarbeiten. Also an der Stelle, habt einen schönen Tag, viel Spaß beim Essen und das vor allen Dingen auch abends. Ihr Lieben!